Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Ostseeküste. Im Ostseeküste-Krimi. Nee, kein Krimi. Wie ist die Schickkörner ein bisschen fertig? Cheat. Sag mal, ich habe gerade eben hier die Grünlandfläche da eben fertig gesät. Dann fiel mir ein, wir müssen ja Steinewald sammeln. Also, kann ich ja jetzt noch gar nicht. Weiter säen. Deswegen hinschleppe ihn zum Hof. Ja. Dann springen wir, glaube ich, eben in 900. Und dann können da mit ihm. Entschuldigung, Kollege, aber ich habe da drauf. Mit zum Händler vorne, der kriegt die Walze hinter. Da können wir da rein theoretisch schon mit anfangen zu walzen oder CP-Walz. Wir machen Steine sammeln. Einzuladen. Ich muss hier auch ein bisschen vorankommen und das CP jetzt ein bisschen mit ins Boot rein und sonst wieder diesen Teil echt machen. Dann zirkt die. Dann müssen wir mal Kasalle machen. Dann müssen wir mal die Beine für die Wiese holen. Ich würde ganz gerne ein bisschen was fertig haben für nächste Woche. Deswegen mache ich jetzt aus Sickes um. Jo Leute, ich habe gerade was aufgenommen. Eine Map-Vorstellung. Junge. Wenn ihr dieses Video seht, habt ihr das ja bestimmt schon gesehen. Ich sehe mal Kalle, ey. Boah. Der hat ja wieder einen rausgezuppelte. Manchmal frage ich mich echt, was mit Kalle nicht stimmt. Also Junge. Boah. Rehkopf. So eine richtig schöne, schnucklige Multiplayer-Korte. Ne? Wenn die im Mod-Up ist, muss ich meine Jungs fragen, ob die Bock haben, da drauf zu spielen. Ne? Jeder so einen kleinen eigenen Hof. Hier Bock drauf, ne? Mal fragen. Anstatt Biernakti. Und ich frage Kalle, ob ich die mit den Jungs testen darf im Multiplayer. Aber ich finde das so aufdringlich, wenn man dann fragt, du darf ich die mit den Jungs im Multiplayer testen? Nee, das mag ich nicht. Das ist zu aufdringlich. So, komm, du kommst gleich an Steinesammler. Ich spring eben in 900, hä? Da kommt CP nicht mit klar, ne? Komm, ab vor zu die Händler. Ich hatte ja noch eine Walze gekauft, ne? Hatte ich ja gesagt, 12 Meter. 41.000 Block mehr. Entschuldigung, ich glaube, meine Stimme geht auf, weg, ne? Ich habe ihn, glaube ich, auch vor Arbeit irgendwas angefangen. Schön, dass das ein Platz in den Hals zu. Die ganze Zeit nix gewesen und jetzt auf einmal. Entschuldigung. Also Feuer, gerade ist das so gut zu Hause. Aber nee, die brauche ich nicht vor Ort. Da halte ich mich raus. Für meinen Arbeitsplatz. Ist tippitoppi, ne? Seit ich den Nexus benutzt habe, kann Sven für sich komplett alleine arbeiten. Braucht auf keine Rücksicht nehmen. Auf mich braucht keine Rücksicht nehmen. Ist richtig schick gefallen. Diese Arbeit ist echt nicht schlecht. Und ich habe von Martin, der hat mir das erklärt, diese Nexus-Boards sind ja für Duschen. Also das ist für diese ebenerdigen Duschen, weißt du? Ohne Duschwanne. Komm den Boden rein, da wird da drauf gefliest. Und dann ist das schick gefallen, weißt du? Das ist echt, das ist aber. Die Arbeit ist echt nicht schlecht. Ich hätte nicht gedacht, dass man das so einen Spaß macht, diese Bretter zusammenzuschrauben. Kommen da so Winkeleisen dran, ne? Alle 5 cm ein Schräubchen rein. Je nach Größe. Und dann machst du da so Teller drunter, dass man die da auch wieder anbinden kann. Echt ist top, die Arbeit. So, wenn wir weniger konsumieren, ist das für uns.
vor meinem Kopf. Nee, hängt nicht back. Ja, steht er. Ist ein Hubler. Kommt morgen früh, 5 Uhr. Nix morgen mit Samstag ausschlafen, du. Rehbach gucken, 5 Uhr. Extra gemacht, ne? Kommt auch, morgen kommt kein Video. Erst um 18 Uhr wieder. Einfach mal, ja, kannst auch drei, nee, zweimal, reicht das? Fahren wir lieber dreimal. Schau, CP-Kurs generieren. Wir speichern das mal lieber. Kurs speichern, aktivieren. Walzen. 12,3 M. Irgendwas ist hier passiert. Das Patische gerade hier durch die Bude flitzte. Oder dann ist Kack. Oh, darf man gar nicht sagen, ne? Was? Wofür hast denn du jetzt Kohle abgezogen? Die sind ja nicht blond. Nehmen wir nochmal 5000 Kredit auf. Sehe nicht. Guck mal, 900.000 in der Kreide. 5, das ist voll besser. In der nächsten Woche wird noch nicht jeden Tag alles kommen, das habe ich schon mal gesagt. In zwei Wochen nicht ruhiger, dann braucht das auch nicht zu schön. Außerdem hat sich das so eingebildet, dass ich nachmittags eine Stunde zu den Jungs im Discord gehe. Mit denen quatsche. Dabei ein Rezept ist der Spieler, aber das hat sich mal so angebügert. Das möchte ich auch ein bisschen beibehalten. Die beiden echt total coole Fittis. Super. Das ist dann normal. Das möchte ich auch beibehalten. Dass ich mir das eine Stunde im Discord behalte. Und wir wollen es mal am Tagesablauf. Dann bin ich ja ganz ehrlich, weil das sind zwei richtig gute Fittis. So, was muss man aus. Ich müsste mal füttern, ne? Oh ja. Die fressen mir auch die Haare. Von Kopf, da muss auch Stroh rein, ne? Dann nehmen wir jetzt... Ne, das passt mal so. Das läuft auch. Außenklimastall ist noch nichts drin, weil noch nichts da. So, dann guckt ihr das an, was die an Futter fressen. Ey, das ist nicht normal. Das können wir auch noch lassen. Haben die noch Wasser? Ja. Trinken die gar kein Wasser? Da muss Wasser rein, aber ich habe das Gefühl, die saufen gar kein Wasser. Da muss man auch füttern, ja. Lass uns eben gucken, ob der da hier viel. Ne, wir müssen auch eben gucken, ob wir überall Steine sammeln müssen, ne? Da muss auf jeden Fall, da muss auch. Da lohnt nicht, ne? Da müssen wir Steine sammeln. Da hat er was vergessen zu spritzen, du. Ein dummer Schlag. Ach, das ist komplett Unkraut. Ich denke, was ist denn hier kaputt? Ist da ein Wachstum? Ja. Läuft. Da müssen wir noch mähen. Und dieses kleine Stück mehr haben wir ja gar nicht als Wiese, ne? Nee. Weißt du, bevor ich jetzt nee sag, gucke ich lieber nochmal. Sind wir Feld 65, muss doch die Kuhweide hier hin, oder? Wo ist denn die... Nee, das kann ja nicht, dass da die Kuhweide hinkommt. Oder? Nee. ...64 kommt die bestimmt hin, ne? Ja, dann läuft der. Oh, du hast hier Hühnerfutter dran. Fütterst du das nicht? Das wäre
Geht ja viel einfacher. Hier! Kollege, ist frisch von der Stange! Packt mal die Säcke da ab, doch! Was, das war schon, oder was? Kein Hunger mehr? Seid ihr schnell zufriedenzustellen? Oh, eher mehr, ne? Der Uwe hätte ja morgen über sein Hundefutter. Oh, Uwe-Futter. Gerne ein rohes Ei. Damit er ordentlich Tinte auf den Füller kriegt, weil der muss ja der Nachbarshündin noch einen Brief schreiben, ne? Mit wem? Mit wem? Mit wem? Das ist nicht schön hier. Oh, was zur Küste ist echt ein schönes Mäppchen, ne? Uwe? 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 Uwe ist nicht da. Uwe, komm essen! Zack, zack! Komm mal da, hab ich die extra da reingemeldet. Wo bist du? Hier! Das gehen! Da kannst du hier eine Runde rutschen. Oh, guck mal her, der freut sich. Uwe ist ein Feinfitti. Fein hoch. Ich bin gegen Rasenmäher geleitet. Ja, der Kalle wollte hier Uwe noch Urlaub machen, deswegen steht er. Ja. Ne? Wie ist die Lage hier in der Front? Ach, das habe ich immer noch nicht weggeräumt, die Idioten. Nee, dann geht das da wieder ins Silo rein. Mach mal hoch. Jetzt haben wir hier Futter ins Silo. Das will ich gar nicht. Das ist ein Ball von der Wiese. Oh nee. Wir müssen so viel mehr. So, guck mal, oh, ist das ein schicken IAC da? Guck mal, unser. Oh nee, ne? Ist nur von Opa. Die ist richtig prägend. Also, Lars ist auch so ein fein crazy fit hier, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Die da, also ein Model. Ich wollte Stroh haben, ne? Vor allem, warum fahre ich denn dann da lang, wenn ich Stroh haben will? Läuft hier nicht. Schickram, Schickram. Ja. Guck mal, guck mal. Entschuldigung. Ist nicht unangenehm. Nicht angenehm. Ja, wie ist die Lage? Sauft ihr auch mal Wasser? Oder guckt ihr das nur an? Sag mal ganz ehrlich, du da mit dem Schwanz wackelst. Ja, nicht verstanden, ne? Ja, ein bisschen beratungsresistent, kann das sein? Geht hier so Stroh rein? Weiß ja nicht. So aus, ne? Nehmt ihr so kein Stroh oder was? Das ist so Schickram. Jetzt muss ich extra einen Schlepper umher. Ihr habt doch gute Reden, doch. Ich muss die Zange noch abmachen, ne? Gute Form, wenn wir die IAC bauen, und das wird crazy, ey. Mal eben hier. Ja, die können wir aber ein Stück vorziehen, dass wir die hier mal gerade reindrücken, ne? Dann kommen sie raus. Und die steht ja schon so schief. Okay. Ich muss ja kontrollieren. Da können wir locker flockig mit leben. Silagebäume. Halt, stopp! Sind wir haben doch die Gülwaldzange, ne? Warum nutze ich? Ja. Kostet alle Geld, ne?
die Schlippe gar nicht mehr. Aber hoffentlich ist das jetzt nicht zu lang. Dann bist du jetzt durch. Zipisi. Ja, und den Strohstreuer da geholt. Da ist auch eine Stimme drin, ne? Alles leer. Ich fahre in letzter Zeit zu viele Schlepper einfach, die keine Gangschaltung haben. Das ist nicht cool. Das entspricht auch eigentlich nicht diesem Konor. Gucken wir mal hier schnell, Kückerchen. Oh, ich hab die Fenster noch auf. Ihr habt aber auch nichts gesagt, du. Hoffentlich hört man mich da auch gleich. Hab ich echt nicht drüber noch gedacht. So, hoffentlich geht das Ding jetzt da rein. Das ist schwierig gestellt. Ne, guck mal. Hast du das gesehen auf Anhieb? Das ist aber auch ein bisschen faul, ne? Wir sind echt faul. Was ist denn das sein so? Tür im Gesicht läuft. Nichts passiert. Wie will er nicht einstreuen, oder bin ich blöd? Könnte ja auch mal was funktionieren, ne? Ja, Mische ist drinne, weiß ich. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!